So, da bin ich wieder, euer Jenny mit LS19 und der Agrarhalbinsel. Ich probiere jetzt gerade mal meine Amazone aus. Ich habe jetzt gedacht schon die ganze Zeit, dass ich Video aufnehme und habe auch schon gequatscht die ganze Zeit. Ja. Kann natürlich sein, dass er aufgenommen hat und einfach abgebrochen hat, weil ich auf den Desktop geswitcht habe oder weil die Festplatte voll ist, aber die Festplatte ist eigentlich nicht voll. Ja, ich habe halt gerade erzählt, dass, dass man ja auch mal selber so ein bisschen hier agieren kann. Also nicht, dass man das nur von den Helfern zeigen lässt, sondern wie man das selber macht. Dazu halt die Amazone. Normalerweise würde man ja flügen, aber Flügen ist ja ausgeschaltet. Und oder beziehungsweise ist ja ausgeschaltet. Aber bei der Amazone ist es halt so, dass das da ja schon grober mit eingebaut ist. Und heutzutage fliegt, glaube ich, kaum ein Bauer noch seine Felder. Sondern grober die, das ist ja ähnlich wie Flügen. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Mit Sicherheit kann man mit Flügen halt sein Feld schon tiefer umgraben, denke ich mal, als mit so einem Grubber. Ich kenne das auch von früher noch, dass mit den Eggen, und ich bin auch der Meinung, dass ein Grubber früher Egge hieß. Und ja, von daher. Ja, dann hatte ich, habe ich mir noch, ich musste mir einen Kredit aufnehmen. Ich weiß nicht, also es gibt ja immer die Möglichkeit, und warum soll man es nicht auch nutzen, wenn man es kann? Ich, klar, ich habe am Anfang gesagt, dass ich das nicht machen möchte, aber ich bin jetzt halt auch so gewillt, dass ich sage, okay, ich möchte den Kredit auch zurückbezahlen. Das ist jetzt nicht mehr viel. Ich habe 160.000 aufgenommen, 30.000 habe ich jetzt schon wieder abbezahlt. Und mit der Sojaernte, was jetzt hier reinkommt, über die, über den Drescher oder beziehungsweise über beide Drescher, werde ich natürlich dies auch dann zurückbezahlen. Ja, ich habe einfach, also dieser John Deere, das hatte ich ja jetzt schon erzählt alles, aber ich muss jetzt halt nochmal wiederholen. Der John Deere, der kleine John Deere, der 6155, der hat halt keine Möglichkeit, vorne irgendein Gerät anzuhaken. Warum fährt er denn jetzt nicht mit Dingsbums los? Der hat halt nur vorne seine eigenen Gewichte, also dieses Abwerk gibt für den John Deere. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann haust du den weg. Habe ich, glaube ich, 80.000 für gekriegt für den Trecker. Also war er noch wert. Das ist ja ein kleiner Trecker. Und dann habe ich halt den Fan, noch einen 700er Fan gekauft. 724 ist das, glaube ich, oder 726. Weil er einfach die Möglichkeit, er ist viel funktionaler halt. Ne? Also man kann vorne, er hat vorne eine Arbeitswelle sogar. Klar, der ist jetzt auch vom Typ her ein bisschen größer, der hat halt auch 240 PS und der John Deere halt 160, aber wir wollen uns ja auch weiterentwickeln, von daher ist es eigentlich gar nicht so schlimm jetzt. Ups, deswegen war das so, okay. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, den Kredit aufgenommen und habe dann halt die beiden Hardys noch verkauft, diese Feldspritzen. Hab dafür dann von Kuhn eine gekauft, wo man vorne halt noch einen Tank draufsetzen kann. Hab damit jetzt 600 Liter mehr zur Verfügung und muss dann bei den ganz großen Feldern halt nicht nochmal zurück zum Silo und nachfüllen hier, sondern kann dann gleich, gleich das Feld zu Ende spritzen. Ja,
Das war eigentlich so mein Gedanke. Und ich denke mal, ich habe da auch nichts Falsches mitgemacht. Also klar, man hätte jetzt gucken können, ob man vielleicht noch einen ähnlichen Traktor findet wie den Fendt, der vielleicht nicht ganz so teuer ist. Aber und er auch die gleichen Möglichkeiten hat, also dass er vorne eine Antriebswelle hat und auch vorne etwas einhaken kann. Klar, sonst hätte er ja die Antriebswelle da nicht. Ja, aber ich bin halt Fan-Fan und das ist nun mal so, ne? Ja, wir müssen jetzt gleich den Helfer Hammer abtanken. Und den können wir dann hier drüben schon mal hinsetzen. Da ist zwar auch schon ein bisschen was drin, aber wir haben ja Gott sei Dank überall die gleiche Frucht, von daher macht das eben nichts. Hier mussten wir, glaube ich, ein Vorgewende fahren, ne? Auch für die Drescher. Oder da drüben. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Deswegen, ich mache das. Ach ne, das ist ja hier eine ganz andere Frucht. Verdammt. Das ist ja Weizen hier. Deswegen müssen wir hier. Brauchen wir auch kein Vorgewende fahren. Dann können wir gleich hier losstarten. Ich habe wieder mal nicht auf die. Ich muss mir so einen Timer besorgen. Unbedingt. Mal gucken. Moment mal. Wenn er jetzt. Er hat Sojabohne drin. Wie kann er dann Weizen wegernten? Das verstehe ich nicht. So. Jetzt klappt's. Genau, jetzt ist der Kollege dran hier. Die Eier, die zweite Box Eier ist dann auch schon wieder fertig, beziehungsweise transportabel. So, und dann fahren wir mal eben her. Tempomat, also ich habe die Tempomaten oder den Tempomat bei dem LKW so eingestellt, dass er den Drescher herfahren kann und brauche ihn dann quasi nur so zu starten. Und ja, dann hat man eigentlich mal, der bleibt ja auf der Einstellung, die man eingestellt hat. Nicht, dass du, wenn du das Spiel neu startest, dass das dann wieder alles auf Null ist. So, dann haben wir jetzt hier, der kann dann eigentlich schon mal so stehen bleiben. Dann fahren wir nämlich mit der Amazone jetzt gleich Garage. Hier. Dann fahren wir mit der Amazone gleich das Stück noch zu Ende hier. Kann hier nämlich schon mal wachsen. So, und das macht der Helfer halt nicht, dass er so nah an die Häuser ranfährt. Das ist leider ein bisschen schade. Man kann das ja ausnutzen. Es ist zwar lang jetzt die Amazone, aber das macht ja eigentlich nichts. Man kann ja bis vorne hinfahren. Manchmal machen sie das ja auch, aber tun dann setzen dann schon hier aus dem Erdreich raus die Zangen und dann, ich weiß nicht, was das soll, keine Ahnung. Zweites Silvester heute. Oder steht noch mein anderer Flug, beziehungsweise meine andere Seemaschine. Aber wenn ich das jetzt mit Helfer, ich will das mal austesten. Also wenn ich jetzt den Helfer benutze, mal gucken, wie der dann fährt, bis wo der dann fährt. Also ich kann euch sagen, dass er auf jeden Fall schon 10 Meter vor Feldrandende aufhört. Feldende. Also, ja gut, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Also, das Gespann hier ist ja fast 10 Meter lang. Der Trecker bestimmt 5, 6 Meter. Und die Amazone dann den Rest. Na, noch mehr als 10 Meter.
So. Jetzt muss er langsam schon lang. Jetzt wird er schon langsamer. Nee, doch nicht. Oh, er zieht durch, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Hier hat jemand aufgrund eines Fehlers. Ach so, das ja. Ja, okay. Ja, dann machen wir das. Der ist fast voll, deswegen vielleicht auch. Dann fahren wir das nämlich jetzt so ein. Das geht nicht. Zwei Fruchtsorten gleichzeitig. Das geht jetzt auch nicht, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt geht's. Sobald man in die Fremdfrucht reinfährt, bricht er ab. Okay. Dann müssen wir das ganz sauber wegschneiden. Lassen ihn jetzt hier weiterfahren, dann können wir nämlich, wenn er nämlich auf der Hälfte des Feldes ist, können wir dann gleich vernünftig abtanken. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlicher, ne? Das ist genau da, das hatte ich ja gesagt, dass der Helfer das dann zum Schluss überlässt. Das sind zwei Reihen, die du fahren, extra immer fahren musst. Und das nervt total. So. Der ist jetzt wahrscheinlich gleich voll. Ja, jetzt ist er voll. Aber wir sind ja schon auf dem Weg. So, und dann haben die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, also die noch nie vorher ein LS-19 oder so gesehen haben, haben jetzt mal ein bisschen reinschnuppern können, wie das nun mal so ist bei einer Ernte. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, tschüss, euer